Die Hände, ey, das hält nicht aus. Go. Ja, Leute, wir machen heute wieder einen richtig krassen Vergleich, nämlich ein Parkzeit-Abbruchhammer SDS Max gegen die Profiliga von Bosch und Metabo. Fangen wir mal direkt an mit dem Bosch-Hammer, ne? Für viele ja das Original. Bosch hat ja auch mit, ich glaube, Fein die ersten Bohrhämmer entwickelt mit pneumatischem Schlagwerk. Nochmal zum Thema SDS Max und SDS. SDS habt ihr schon mehrfach jetzt gesehen, hatten wir neulich noch einen Test mit dem neuen Festool. 3, 2, 1, los! Krass! Krass, was ist denn da los? Und mit dem Einhell Rocco. Der Einhell Rocco hat uns aber überrascht, denn der ist auf einmal tierisch abgefallen. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie inhomogener Beton, sondern das Ding hat einfach irgendwann die Grätsche gemacht. Wir sind da dran. Wir prüfen nochmal Akkus, wir haben noch ein Zweitgerät im Zulauf. Das war eben die normale SDS-Klasse und da haben wir hier einen Schaftdurchmesser von 9,9. Das könnte eventuell wirklich 10 mm sein und 0,1 vielleicht als Toleranz, weiß ich nicht. Bei einem SDS Max haben wir hier einen Schaftdurchmesser von 17,89, 17,9. Also knapp 18, hier knapp 10 mm. Und ja. Wenn du mehr Leistung haben willst, wenn du mehr Power brauchst, dann brauchst du eben auch ein dickeres Gerät. Ne? Klar, oder einen dickeren Durchmesser zum Bohren etc. Es kommt eben manchmal doch auf den Durchmesser an, mhm. Deswegen SDS Max. Und von der Leistung her sieht man natürlich, dass wir hier auch schon einiges erwarten können an mehr Leistung. Der Bursche hat hier 2,6 Joule Schlagenergie, Einzelschlagenergie. Und bei den Werksangaben beim Bosch sind wir dann bei wie viel Schlagenergie? Schlagenergie ist 12,5 Joule und Schlagzahl sind 2720 Schläge die Minute. Im Vergleich zum Metabo, was haben wir hier da anliegen? Haben wir 12,2 Joule, also relativ ähnlich. Und Schlagzahl pro Minute sind 2900. Also ähnliche Leistungsklasse. Ne? Mhm. Die beiden Geräte liegen so um 600 Euro. Yep. Amazon links wie immer unten in der Beschreibung, wobei ich glaube, den gibt es derzeit noch nicht bei Amazon. Der Metabo ist aber auch sehr neu. Kommt auch aus der Verbindung von Metabo und Heikoki. Mhm. Ich glaube, das ist auch eher so eine Heikoki-Entwicklung. Die Metabo-Leute sind sehr stolz darauf, auf die Schwingungsdämpfung, die eingebaut ist. Ich glaube, das sind richtig so Tilger-Gewichte. Genau, ne? Sind richtige Einzelgewichte mit eingearbeitet worden, die halt auch diese Vibration halt gegendämpfen sollen. Ja, und auch beim Bosch können wir natürlich davon ausgehen, dass die Kollegen sich hier ein bisschen Gedanken gemacht haben um die Vibrationsdämpfung. Das sehen wir nachher im Praxistest. Interessant ist jetzt hier der Kollege Hasenfuß von Parkside. Den habe ich online gekauft für, ich glaube, 69 Euro. Also um die 60 Euro, ja. Wo man erst denkt, wie geht denn das? Er sieht aber direkt kompakter aus. Hier großartige Vibrationsdämpfung. Ja, irgendwie ja und ein bisschen so. Was mich aber ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass das Gerät ja irgendwie viel kompakter aussieht, aber auch 1300 Watt hat und von den technischen Daten diesen beiden überlegen ist. Ne? Richtig, also Schlagenergie ist halt 15 Joule und das ist schon deutlich mehr als die beiden Kollegen und der Schlagzeit pro Minute sind auch 3800 Schläge die Minute. Das beides sind Kombihämmer, ja. Und ich kann bohren und meißeln, ja. Und das ist ein reiner Abbruchhammer, aber da werden wir gleich mal sehen, was der dann besser kann oder ob der es auch so gut kann. Herstellungsland beim Parkside, wie zu erwarten, aus Fernost. Die Bosch-Geräte kommen tatsächlich aus Deutschland, made in Germany. Beim Metabo hier ist das ein bisschen anders. Metabo fertigt zwar in Deutschland, aber die Bohrhammer hier dieser Kategorie, die kommen aus Malaysia, also auch aus Fernost, ne? Nicht made in Germany. Ja, das Thema made in Germany wird ja auch bei euch immer heiß diskutiert. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, ich bin bereit zum Beispiel für ein Festool, für ein Bosch-Gerät oder für ein Metabo-Gerät aus Deutschland auch ein Add-on zu bezahlen, weil ja damit auch, ne, der Standort Deutschland gesichert wird. Ja. Ansonsten, erster Eindruck hier, Verarbeitung, finde ich, machen die beide einen guten Eindruck. Der Metabo hat allerdings nicht eine stufenlose Schlagzahlregelung oder Leistungsregelung wie der Bosch hier. Dafür hat der Metabo einen Knopf, da können wir den auf 70% regulieren. Ja. So ein bisschen wie beim Akku-Bohrhammer von Bosch, den wir euch schon mal gezeigt haben. Gewichtstechnisch liegen die beiden Brüder hier so um die 10 Kilo. Der Parkside ist deutlich leichter, das merkt man sofort, das sieht man ja auch. Schon. Dann, was auffällig ist, sind die Zweithandgriffe, weil hier haben wir einen normalen Griff, wie man das auch vom
Bohrhammer, normalen Bohrhammer her kennt, ja. Akkuschrauber etc. Und hier hast du einen sogenannten D-Griff. Und das ist eigentlich charakteristisch ja für einen Abbruchhammer. Ja. Ist auch im reinen Meißelbetrieb wahrscheinlich für die meisten ein bisschen schöner, weil du halt so das Gerät führst und nicht immer so. Ja. Das Ding ist aber, das sind ja Kombi-Hämmer. Und damit kannst du auch bohren. Und wenn du jetzt bohren willst und du hast zum Beispiel den Griff hier nach unten, dann bist du mit dem D-Griff, kannst du nicht händeln. Nicht so gut händeln, ne? Ja. Vor allem, die Maschinen sind ja auch 10 Kilo schwer. Und dadurch ist es halt schöner, wenn der Griff halt senkrecht zum Boden steht. Dadurch fängst du das Gewicht besser ab, als wenn das seitlich. Dann musst du halt ganz umständlich halten und dadurch ermüdest du halt viel, viel schneller. Und gerade das will man ja halt nicht. Das ist auch wieder Thema Ergonomie, also auch ganz wichtig, dass man einfach so einen normalen Handgriff dann auch hinstellt, den man halt auch wirklich 360 Grad schwenken kann und für jeden Anwendungsfall halt auch passend stellen kann. Und fürs Bohren macht es halt wirklich Sinn, einfach den Griff schön nach unten, weil dadurch auch das Gewicht besser abgefangen wird. Ansonsten auffällig ist, was der Parkside natürlich nicht hat, hier eine Umschaltfunktion zum Bohren. Das kennt man eigentlich auch von kleineren Maschinen, haben wir euch letztens noch gezeigt. Hier in der Neutralstellung könnt ihr den Einsatz da, den Meißel, drehen, so wie ihr den haben möchtet. Und dann ist einfach hier Hämmern oder Hammerbohren nach vorne. Bei Metabo ist es genau umgekehrt. Da ist Hammerbohren hinten und reines Meißeln ist vorne. Mhm. Beide haben auch einen Überlastschutz, auch einen Wiederanlaufschutz. Ne? Mhm. Überlast hier ist bei dem Metabo hier zu sehen, bei dem Bosch sieht man es hier an der Seite. Und dann haben alle Maschinen hier den normalen Griff, um das Gerät zu starten. Ne? Ja. Hier hast du keine Drehzahlregelung oder sowas, sondern einfach ein aus. Wenn du jetzt aber im Meißelbetrieb bist, dann willst du natürlich eine Arretierung haben. Die hast du auch bei beiden, aber das ist aus meiner Sicht bei Metabo besser gelöst, denn du hast hier hinten quasi einen Schalter und damit arretierst du den im Meißelbetrieb und du stellst ihn auch da wieder aus und du kommst da eigentlich nicht dran. Beim Bosch ist das ein bisschen das Problem, der arretiert und dann kannst du ihn hier wieder mit ausschalten. Und wenn du jetzt aber hier am Meißeln bist und wechselst mal mit dem Griff hier, kommst du an den Schalter ran und dann ist das Gerät wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das insbesondere im Dauerbetrieb so schon mal nervig ist. Dann müsst ihr aber selber entscheiden, ob das für euch ein Thema ist. Könnt ihr mal unter das Video kommentieren. Beim Parkside ist es hier ganz oldschool. Ich drücke den rein und dann habe ich an der Seite diesen Arretierungsknopf. Wenn ich jetzt aber wieder drücke, dann ist er auch wieder raus. Ne? Also das ist auch eventuell eine Sache, die auch nicht so optimal ist. Da ist Metabo wirklich vorbildlich, finde ich. Wir haben euch ja auch ein paar Aufnahmen mitgebracht, denn wir hatten ja gefragt, ob ein Zuschauer vielleicht irgendwas zum Abbrechen hat. Irgendwie so ein Terrassenfundament oder ein paar Fliesen abzukloppen. Ja. Und du hast da so einen Hausbesuch gemacht. Genau, ich war... Rent-A-Laser. Rent-A-Laser, genau. Da war auch gerade der Fall Terrasse-Sanierung. Und ja, dann bin ich da hingefahren mit allen drei Maschinen und habe die einfach da mal so lustig ausprobiert. Und ja, gerade da war halt nur reiner Meißelbetrieb. Und da fallen halt solche Sachen halt genau auf, auch Vibrationsverhalten. Ne? Das fällt da halt auch schon stark ins Gewicht. Es war eine feine Sache. Eigentlich sollte das ganze Fundament raus, aber dann haben wir nachher festgestellt, dass das Fundament teilweise einfach zu dick ist. Da müssen nachher noch weitere Kaliber kommen. Aber Thema Vibrationsverhalten? Erzähl mal. Vibration war halt, also sowohl bei dem Bosch als auch bei dem Metabo, war es halt geil, auch gerade die rechte Hand war super, weil auch hier zum Beispiel bei dem Metabo ist halt auch dieser Handgrip also entkoppelt von diesem ganzen Maschinengehäuse, das merkt man auch. Ist doch aber hier auch, ne? Ja, es ist da halt auch, klar. Und dann ging es halt wirklich auch um diese linke Hand, weil die halt relativ weit unten sitzt, auch am Schlagwerk. Und da fand ich halt, dass es beim Metabo teilweise hat schon ein bisschen mehr gekribbelt als bei dem Bosch, obwohl ich da wirklich auch immer die gleiche Arbeitszeit hatte bei beiden Maschinen. Von daher war das, würde ich halt sagen, war der Bosch besser als der Metabo. Der Parkside war wirklich Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Also, du fängst gerade an zu arbeiten, machst vielleicht ein, zwei Fliesen kaputt, da warst du halt schon fertig, ne? Weil es kribbelt halt überall. Ne? Das ist da, Vibration ist da halt kein Unterschied. Du hast in der rechten und wie in der linken Hand, auch der ganze Unterarm, das vibriert einfach alles mit. Und dadurch ermüdest du halt auch wirklich. Und ja. Ist ja auch ein Thema Gesundheitsgefährdung, ne? Denn es gibt ja die Weißfingerkrankheit. Ja. Wenn du jetzt wirklich lange damit arbeitest. Gerade auch der Kollege, wo wir waren, ist ja ein Riesenprojekt. Wenn du das damit abreißt, boah. Wurde der denn irgendwo warm im Betrieb oder so, dass du gemerkt hast, okay. Ja, klar, du hast ja generell beim Meißelbetrieb auch das Schlagwerk und das Werkzeug wird halt klar warm.
Aber ich würde jetzt, also das war jetzt nichts irgendwie, was da krass rausgeragt hat. Hm. Und Koffer sind ja auch dabei, ne? Sowohl beim, war beim Parks halt ein Koffer dabei? Ja klar, das ist ja wieder das übliche Spiel, es hat immer derselbe Koffer, außer bei den Performance-Geräten, aber das ist ja einfach jetzt die normale, also die Nicht-Performance, aber das ist halt immer Katastrophe, der Koffer, ne? Also und bei Metabo hat man auch keinen Systena-Koffer, sondern? Nee. Also es ist einfach ein ganz normaler Maschinenkoffer, sogar noch so mit alten Gummischnallen zum Festmachen. Beim Bosch ist das auch dieser ganz alte Koffer, also keine L-Box. Und das ist halt auch mal so ein kleines Nachteil. Es ist halt so ein bisschen gefummelt, die Maschine teilweise mal reinzukriegen. Was mir noch auffällt, Thema Kabel. Da ist der Bosch, glaube ich, der kürzeste hier. Aber wiederum, das Kabel ist vom Querschnitt ganz ordentlich. Ja, finde ich auch. Etwas dicker als beim Metabo. Da ist das Kabel wiederum länger, ich glaube 5 oder 6 Meter. Ja, passt. Und der Parkside hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hatte gerechnet, dass das so ein billiges Nicht-Gummikabel ist. Aber das Kabel macht gar keinen schlechten Eindruck. Ne? Was ihr natürlich beachten solltet, ist Thema Gehörschutz, weil die Dinger machen natürlich ein bisschen Krach. Ne? Also immer PSA, persönliche Schutzausrüstung. Ja. Kein Gehörschutz braucht ihr allerdings bei unserer Bauforum 24 Heimwerker und Baustellen Playlist. Ne? Da hatten wir euch neulich mal in den News gefragt, hier eure Vorschläge, was hört ihr so auf der Baustelle in der Werkstatt? Es gab zahlreiche Zuschriften oder Kommentare und ich habe daraus eine kuratierte Playlist gemacht. Unser Account heißt Baufunk24, die Playlist findet ihr auch unter Baufunk24 auf eurem Spotify-Account und das sind ja irgendwie 24 Stunden Lieder, über 300 Stück. Kann sein, dass ich da auch mal zwischendurch nochmal Hand anlege, nochmal ein bisschen was verschiebe oder so und es ist wirklich eine sehr lustige Playlist da rausgekommen. Es ist wirklich von Torfrock bis Heavy Metal, AC/DC. Pure Party Mix? Party-Mix, es ist was Ruhiges, es sind Klassiker, Led Zeppelin, Dire Straits. Also, ne, Playlist von Baufunk 24 abonnieren und gute Laune auf der Baustelle in der Werkstatt. Und wir gehen jetzt aus der Werkstatt raus in den Praxistest. Butter bei die Fische, wir lassen es jetzt richtig krachen. So Mädels, Lisa und ich machen jetzt einen Dogfight, ne? Beide schöne Brillen auch. Meine ist aber, glaube ich, cooler. Ja, deine ist getönt. Ja, meine ist getönt. Und wir haben uns überlegt, wir haben hier zwei Stücke von so Betonbindern und wir machen jetzt einfach mal 5 Minuten Randale und gucken mal, was so das Ergebnis ist. Und dann werden wir auch nochmal den Kollegen von Parks halt ein bisschen testen, ne? Mhm, so sieht's aus. Und dann machen wir auch nochmal bohren. Ja, auf das auch. Die beiden auf Zeit. Ja. Wieder los? Ja. Hier. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Mama frei! Radadazong, radadazong, weg ist der Balkon, dong! Mach mal raus! Du kannst mir erzählen, was du willst. Das Ding hat mehr Dampf. Das hat mehr Dampf. Und was mich jetzt wieder extrem genervt hat, dass es ausgegangen ist. Dass es immer wieder ausgeht. Ja, ich habe es 2-3 Mal mitgekriegt bei dir. Ja, ja. Du kommst da einfach dran. Aber wie war eine Vibration? Wie waren die denn? Also nicht schlimm, fand ich. Mhm. Und bei dir? Voll in Ordnung, doch, alles gut. Wie gesagt, das sind wirklich nur kleine Nuancen, die sich da ein bisschen unterscheiden. Ne? Ja. Ja, aber ich meine, das kann natürlich noch insgesamt ein bisschen unterschiedlich sein von deinem Beton. Ah ja. Klar. Ein bisschen Technik. Dann habe ich mich mal durch in dieses Rohr da abgerutscht, dann saß der fest. Du hattest aber auch ein Excalibur. Aber auf jeden Fall kriegst du was damit weg. Ne? Ja. Ich sag mal, wenn du jetzt eine Terrasse da hättest oder so, du könntest schon was machen. Aber ich würde sagen, wir machen noch mal Parkside. Ja. Auf dem. Ja. Und dann machen wir gleich Dogfight mit Bohren. So Leute, und jetzt kommt die Frage, Lidl lohnt sich? Lohnt sich wirklich jetzt der Parkside mal im Vergleich?
Da ist kein Wumms hinter, ne? Und das Vibration. Das Einzige, mir die Hände, ey, das hält es nicht aus. Ich würde das Ding, ganz ehrlich, ich würde das Ding wegschmeißen. Das ist krass, ne? So, jetzt gibt es den ultimativen Dogfight mit Metabo und Bosch, jeweils 20 mm. SDS Max, Bohrer sind nagelneu und ja, gucken wir mal. Okay. Go. Zu sagen, ne? Waren ungefähr gleich auf. Da war nicht viel Unterschied. Ich glaube, du warst einen Tacken schneller. Ich würde gerne noch mal einen Körper tauschen. Ja, gut. Achtung, fertig, los. Schneller, ne? Ich würde sagen, der Metabo ist ein Tacken schneller. Von daher unser kurzes Fazit. Ne? Mit den beiden Brüdern kannst du arbeiten. Beim Bosch hat mich wirklich das mit dem Schalter genervt. Und den Parkside kannst du im Prinzip knicken. Ne? Ja, das ist voll. Voll. Also ich sag mal, okay, unter 100 Euro, was willst du da erwarten? Du kriegst auch gar nichts sonst. Aber ich weiß nicht. Ja, das keine Option. Und vor allen Dingen für die Gesundheit, tut euch das nicht an. In diesem Sinne, ne, schreibt mir mal eure Meinung unter das Video. Ne? Und wir verlosen mal wieder ein GSR-12 von Bosch unter dem Hashtag Bohrhammer. Sollt ihr einfach mal eure Erfahrungen mit solchen Kavenzmännern schreiben, beziehungsweise euren Eindruck, ne, den ihr jetzt so mitgenommen habt. Von Parkside, von Bosch, von Metabo. Ne? Und nicht vergessen, ne, Abo dalassen, Glocke aktivieren, falls noch nicht gemacht, weil wenn dann die nächsten Werkzeug-News am Mittwoch oder Sonntag 18.30 Uhr kommen, gibt es nämlich auch Alarm! Alarm! Ich habe gehört, das steht GBH steht für guter Bohrhammer. Guter Bohrhammer. Ah, ich glaube gewerblich. Ja? Okay. Du hast, glaube ich, dann, du bist dann, glaube ich, nochmal mit Sprengstoff, mit deinem Sprengkommando hingefahren. Ja, genau, das war so unsere Idee, die wir hatten. Oder ja. Vielleicht etwas dickeres, weiß ich, was Milwaukee so angeboten hat, diese Bohrhämmer. Oder wir machen mal einen Zuschauer-Flashmob mit Bohrhämmern. Und dann kommen wir alle zu dem nach Hause und dann... Wir, alle Bohrhämmer, die wir in der Werkstatt haben, teilen wir dann an euch aus. Und dann treffen wir uns mit 20 Leuten auf der Terrasse. Und dann gib ihm. Du musst Moderationscoach werden. Ich kann doch kein Coach werden für das, was ich nicht kann. Das machen wahrscheinlich viele. Ja, das ist gut, das kann natürlich auch sein. Ja, da gibt es doch so einen Spruch, ne? Irgendwie 100%iges Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Genau, das ist auch mein Motto. Ne? Gut, dass wir Sekunden jetzt sehen. Wir sollten die Playlist durchgehen. Oh Gott, und dann soll ich sagen, okay, ich höre das Lied und soll ich sagen, was das hinterher ist? Nee, aber guck mal. Okay. Zum Beispiel, kennst du Dire Straits? Nee. Kennst du Led Zeppelin? Kennst du Deep Purple? Ja, toll. Und denkst, ich kenne, ja, vielleicht vom Namen, aber ich weiß nicht, was das für ein Titel im Radio ist.